Ja, es ist natürlich keine einfache Situation für den Verein und auch für die Mitarbeiter dort. Wir sind in den letzten Jahren wirklich ein Verein geworden, wie eine große Familie. Und von daher war es so, dass wir lange überlegt haben, ob wir heute Abend, also nicht nur meine Person, auch Nadine Kessler, ob wir dann heute Abend auch an dieser Gala teilnehmen werden, weil es wirklich ein absoluter Schock war und eine Tragödie. Aber wir haben im Sinne des Fußballs und auch im Sinne von Junior Malanda gehandelt, der das natürlich gewollt hätte, dass wir hier auftreten. Und wir sind gerne hier, aber Sie können uns glauben, dass uns gerade nicht zum Feiern zumute ist.